Hallo, guten Abend. Guten Abend. Zeit fürs Abendessen. Ich bin Schwester Daniela. Brauchen Sie sonst noch was? Gut. Dann guten Appetit. Warum habt ihr mir nicht gesagt, dass ich eine Schwester habe? Ihr habt mich mein ganzes Leben lang in dem Glauben gelassen, euer einziges Kind zu sein. Aber Martina, was redest du da? Du bist doch unser einziges Kind. Ja, wir haben dir doch nichts... Nein, nein, ich will nichts mehr hören. Ich glaube euch kein Wort mehr. Ich habe meine Schwester gestern kennengelernt. Ja, damit habt ihr wohl nicht gerechnet. Aber sie arbeitet hier. Guten Morgen, ich bin Schwester Conny. Ich wollte nur mal fragen, ob bei Ihnen schon der Blutdruck gemessen wurde. Aber wenn es gerade nicht passt, komme ich später noch mal. Noch eine? Wie viele kommen denn da noch? Wie viele Geschwister habt ihr mir denn noch verschwiegen? Keine, Martina, keine. Guten Tag. Ich wollte mich nur kurz vorstellen. Ich bin Bruder Stefan und würde Ihnen gerne den Flyer mit dem Andachtstermin in der Krankenhauskapelle für diese Woche dalassen. Und wenn Sie reden wollen oder sonst irgendwas ist, fragen Sie einfach eine der Schwestern nach Bruder Stefan. Schönen Tag noch. Was? Ich habe einen Bruder und zwei Schwestern. Das halte ich nicht aus. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen. Unsere Kinder sind übers Wochenende bei den Großeltern. Das bedeutet, mein Mann und ich sind seit Monaten das erste Mal wieder ganz allein zu Hause. Es könnte heute Abend also ein bisschen lauter werden.